ein großartiger Kerl, glaube ich, der hier bei Riesenbeck, in Riesenbeck, wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Asatir hat er, ja, ich möchte schon fast sagen, akribisch und ideal auf eben dieses Championat vorbereitet. Wir haben letzte Woche in Damme die beiden ebenfalls noch mitbekommen. Da hatte er, ja, Asatir fast so ein bisschen locker noch zum Einsatz gebracht, aber man merkte wirklich, die beiden sind frisch und fit. Einfach für das diesjährige Championat, für die deutschen Meisterschaften, auch wenn sie in diesem Mal in der Halle stattfinden, auch wenn sie in diesem Jahr einfach mal zur Weihnachtszeit stattfinden. Das wäre natürlich ein Weihnachtsgeschenk par excellence für ihn. Hopp. So, vier Hürden sind es jetzt noch. Neben dieser Planke nochmal zweimal, ja, wirklich auch die Kräfte mobilisieren für diese Doppeloxe jetzt zum Schluss. So, und dann heißt es, brrt, 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 um sich nochmal den passenden Platz zu verschaffen. Und Ludger Beerbaum freut sich, die ganze Mannschaft freut sich. Ich schaue jetzt hier gerade noch runter, seine Gattin unten, die ebenfalls Freudesprünge macht. Ich nehme an und ich hoffe es, die ganzen Philipp Weishaupt-Fans zu Hause auch in diesem Jahr ausnahmsweise mal nicht dabei, aber sie waren am Rechner mit dabei, an den Bildschirmen und konnten die Traumrunden, nein, ich möchte nicht von der einen, ich möchte von den Traumrunden reden, die Asatir gemeinsam mit Philipp Weishaupt hier vollbracht und sich damit krönt. Und sich hier ein weiteres Mal